Ich würde ja gerne einmal wissen, wer eigentlich heute von euch alles dabei ist. Dafür werdet ihr gleich einfach mal ganz laut euren Namen rufen, okay? Ich zähle vor und dann schauen wir mal, ob wir uns hören durch die Videos hindurch. Also, Achtung. Eins, zwei, drei. Boah, war dir laut! Hey, es ist einfach spitze, dass du dabei bist. Freue ich mich total. Wisst ihr was? Das Lied singen wir jetzt zusammen. Einfach spitze, dass du da bist. Und einfach spitze kann man am besten so zeigen, ne? Geht auch gut übers Video. Einfach spitze, dass du da bist. Kommen wir loben Gott den Herrn. Und dann könnt ihr schon mal euch ein bisschen drauf einrichten. Wollen wir noch miteinander stampfen und miteinander hüpfen? Ja, wir kriegen das hin. Es geht los. Mamas, Papas, ihr auch, ne? Es ist spitze, dass ihr dabei seid. Auf geht's. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, dass du da bist. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Ich hab's gesehen, es haben noch nicht alle die Bewegung mitgemacht. Ich kann ja nicht, ich muss ja Gitarre spielen. Aber ihr habt die Hände ja frei. Jetzt braucht ihr eure Füße. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Einfach spitze, lasst uns stampfen. Macht ihr so super. Jetzt alle vom Sofa runter oder vom Stuhl. Jetzt wollen wir hüpfen. Einfach spitze, lass uns hüpfen. Einfach spitze, lass uns hüpfen. Einfach spitze, komm, wir loben Gott den Herrn. Du bist spitze. Einfach spitze, lass uns hüpfen. Einfach spitze, lass uns hüpfen. Einfach spitze, komm, wir hast du super gemacht. Hallo und guten Morgen, liebe Kinder, liebe Erwachsene. Auf diesem Weg begrüße ich euch verbunden in unserem Gott. Ich lese uns Worte aus der Bibel vor. Herr, du kennst mich ganz genau. Ob ich sitze, stehe, gehe oder liege, du verstehst mich. Du weißt, wohin ich gehen und was ich sagen will. Du führst mich an der Hand, du zeigst mir den Weg, du hältst deine Hand über mich wie einen Schirm, du bist um mich wie ein warmer Mantel. Manchmal möchte ich mich verstecken, aber du bist trotzdem bei mir. Auch wenn ich ganz weit weg bin, spüre ich dich. Vor vielen Dingen habe ich Angst, doch durch dich kann ich wieder fröhlich sein. Du hast mich so einzigartig gemacht. Ich bin für dich was ganz Besonderes. Gott, ich verstehe so vieles nicht, aber ich bin dankbar, dass du immer für mich da bist. Herr, du kennst mich ganz genau. Ob ich sitze, stehe, gehe oder liege, du verstehst mich. Du weißt, wohin ich gehen und was ich sagen will. Guter Gott, sei du auch jetzt da, hier bei uns und verbinde uns mit deiner Liebe. Amen. Ach, ich weiß nicht, als was gehe ich denn nun? Gehe ich als Zauberer? Oder gehe ich als Clown? Oder gehe ich doch vielleicht lieber als Cowboy? Vielleicht gehe ich als Cowboy. Ach, ich weiß es nicht. Hallo, guten Morgen, Fridolin. Das ist aber schön, dass du da bist. Sag mal, was kuschelst du hier so rum? Suchst du irgendwas?
Ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich anziehen soll zum Karneval. Also hier liegen ja so ein paar Sachen, aber ehrlich gesagt frage ich mich, ist das überhaupt wichtig? Dieses Jahr gibt es ja gar keine Karnevalsfeiern. Ja, und genau das ist ja auch blöd und deshalb kann ich auch nicht entscheiden, was ich gerne angezogen hätte. Ja, das glaube ich. Aber weißt du, in diesem Jahr sind, glaube ich, ganz viele Kinder und auch Erwachsene ziemlich traurig darüber. Aber es muss einfach sein. Stimmt. Es macht einfach keinen Spaß. Ich weiß alles gar nicht richtig. Dabei würde ich so gerne mal eine andere Rolle schlüpfen. Das habe ich schon mal gemacht. Das kenne ich. Stimmt. Es macht auch mir Spaß an Karneval, sich mal zu verkleiden und ganz anders auszusehen und auch mal eine andere Rolle auszuprobieren. Ja, und das geht diesmal nicht. Ist doch blöd. Da muss ich das ganze Jahr immer ich bleiben. Oh, wie langweilig ist das denn? Aber weißt du, mir ist da gerade was eingefallen. Weißt du, was mir gerade in den Sinn kommt? Nö, aber du wirst mir bestimmt gleich sagen. Also ich habe mich gerade an das alte Gebet erinnert, das die Frau Krimmel-Kühl vorhin vorgelesen hat. Da wird doch gesagt, dass Gott uns kennt und immer bei uns ist. Egal, was wir tun. Was hat das jetzt mit meinem Kostüm zu tun? Na, also ich habe das so verstanden, dass wir uns vor Gott nicht verstellen oder verkleiden brauchen. Denn er kennt uns ja sowieso und er weiß, wie wir sind. Und willst du damit sagen, es ist gut, dass kein Fasching ist in diesem Jahr? Nein, das meine ich natürlich nicht. Hab ja schon gesagt, dass ich mich gerne auch an Fasching verkleiden würde. Aber wenn es in diesem Jahr nun mal anders sein muss, ich finde es jedenfalls einen schönen Gedanken, dass es für Gott nicht wichtig ist, wer wir gerne sein würden, sondern dass bei ihm zählt, wer ich bin. Jeder Mensch ist ein Kind Gottes und Gott liebt uns, so wie Eltern ihre Kinder lieb haben. Gott liebt uns, ob wir verkleidet sind oder nicht, mit und ohne Maske. Da fällt mir sowas ein. Ich habe letztens, also eigentlich schon länger, ist es her, gehört, wie mein Papa zur Mama gesagt hat, die hat ihre Maske fallen lassen oder so ähnlich. Und was ist denn da runtergefallen? Und gemeint hat sie damit wahrscheinlich keine Karnevalsmaske, die auf den Boden gefallen ist. Nee, es war ja auch ein Sommer. Genau, sondern gemeint hat die Mama wahrscheinlich, dass die Frau, von der sie gesprochen hat, ganz anders ist, als die Mama gedacht hätte. Auch wir Erwachsenen, wir ziehen manchmal Masken auf, die man auf den ersten Blick gar nicht sehen kann und die uns anders machen, als wir wirklich sind, weißt du? Und das Wichtige ist, dass Gott uns trotzdem erkennt und kennt, so wie wir wirklich sind. Das hast du ja vorhin gesagt, dass der unser Freund ist. Genau. Egal wie wir sind. Genau. Denn deine Freunde, die kennen dich ja auch. Und vor denen ist es vielleicht auch gar nicht schlimm, wenn du mal traurig bist. Oder mal wütend bist oder einfach mal lachen musst. Das stimmt. Und dass das so ist, dass Gott unser Freund ist, das haben die Menschen schon vor langer, langer Zeit erkannt und auch immer weiter erzählt. Und darum wissen wir das bis heute. Von allen Seiten oder so hieß das doch eben, ne? So hat die doch vorgelesen. Genau, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Das finde ich ist ein ganz tolles Bild, weil das sowas von Beschützen hat. Genau, das finde ich auch schön. Aber weißt du, ich habe mir gerade was überlegt. Na? Du warst ja jetzt wegen Karneval irgendwie so traurig. Bin ich immer. Und deswegen habe ich eine super Idee, wie du das mit den Masken und dem Karneval miteinander verbinden kannst. Willst du wissen, wie? Ja, warte, ich muss kurz was holen. So ganz ohne Maske, genau so wie du bist,
bist du ja so ein richtiger Volltreffer eben. Und genau das Lied singen wir jetzt auch. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Und du, und du, und du auch. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Das kriegen wir doch hin, oder? Und dann achtet ihr einfach mit mir zusammen auf den Text, ihr werdet es super mitsingen können. Vielleicht kennt es ja auch noch jemand. Dann umso lauter, dann können die anderen vielleicht durchs Fenster das mithören. Auf geht's, Volltreffer. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Nochmal. Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du gucken kannst, das war Gottes Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja, du. Achtung! Wunderbar bist du gemacht mit deinem reinen Herzen. Freu dich, dass du fühlen kannst, das war Gottes Idee. Achtung! Voll, voll, Volltreffer, ja, ein Volltreffer Gottes bist du. Wenn du eine Maske selber basteln willst, dann brauchst du gar nicht viel. Du brauchst einen einfachen Pappteller, ein dünneres Gummi, eine Schere und bunte Stifte. Und dann kannst du schon losgehen. Zuerst musst du dir überlegen, welche Maske aus deinem Teller gebastelt werden soll. Du schneidest zwei Augen hinein und vielleicht auch einen Mund oder du malst ihn auf. Dann kannst du den Rand der Maske noch ein bisschen einschneiden, wie du willst, und deine Maske bunt anmalen. Dann brauchst du zwei Löcher, eins hier und eins da. Und da kommt dann das Gummi durch. Und dann, wenn deine Maske fertig ist, dann kannst du sie direkt vor dein Gesicht aufsetzen. Und wenn du zu Hause keinen Pappteller und kein dünnes Gummi hast, dann ist das nicht schlimm. Geh einfach mal an deiner Kirche vorbei, dort ist ganz sicher was für dich aufgehangen, auch mit einer Bastelanleitung, wo du das nochmal nachlesen kannst, wie das mit der Maske genau geht. Ich wünsche dir viel Spaß. Lass uns gemeinsam das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott begleitet uns mit seinem Segen in die kommende Zeit. Darum lasst uns den Segen gemeinsam sprechen und auch mit Bewegungen mitmachen. Gott sei vor mir und neben mir und um mich herum. Gieß über mir deinen Segen aus. Du sollst in mir wohnen. Ich bin dein Haus. Amen. Maske. Ja, das mache ich. Dann können wir doch Karneval feiern. Juhu!